Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Ferner Verlay. Und ich mit Saffron. Und wir spielen wieder Jade Empire nach langer Pause. Drei Wochen. Genau. Aber das interessiert sowieso kein Schwein, weil es kein Schwein interessiert. Genau. Ihr seid ja keine Schweine, und jeden Zuschauer. Genau. Und der hatte uns noch was zu erzählen, hier der Händler. Ja, ja, stimmt. Konni und Noia, sah er sie ja zu Ugo? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an keine Kiamin. Sagen wir einfach mal, es ging ja gut. Kann es sein, dass die noch aus dem Dorf war? Oh nein! Scheiße. Ja, viele kleine Knoten. Ja, das stimmt, glaube ich. Stimmt, ich erinnere mich. Das war die komische eine mit dem gebrochenen Haxen. Jetzt gibt er uns Rabatt. Das hätten wir in der letzten Folge wissen sollen. Ja, egal. Wir haben sowieso schon Geld. Also wir haben jetzt nicht mehr Geld, aber... Ja, wahrscheinlich hätten wir bloß 1000 gezahlt, oder? Nein, ja, das ist übertrieben, aber es war 1500, da hätten wir vielleicht ein paar tausend weniger gezahlt. 15.000. Ja, hätte man ein paar tausend vielleicht sparen können. Oh, und ich habe das mit dem blöden Knoten im Haar richtig geraten. Ja, wahrscheinlich wäre da alles richtig gewesen. Aber ich finde es interessant, dass das Spiel überprüft, ob wir uns erinnern an alte Mitschüler oder sowas. Ja, ne? Die halt wirklich... Ihr seid entweder mutig oder dumm. Ich habe euch gewarnt, dass ihr zum Ziel von Sheens Adjutanten werdet, wenn man euch für zu stark hält. Einen von ihnen zu töten, macht sie nur noch wütender. Was hätten wir sonst tun sollen? Uns töten lassen? Wenn ihr die anderen weiter ausbilden wollt, wäre ich sehr vorsichtig. Sie werden Kitans Tod nicht einfach hinnehmen. Wir werden sie ausrotten. Jeder, der zu uns kommt, um ausgebildet zu werden, wird getötet. Und dann haben wir bald kein Problem mehr. Ich wünsche euch Glück, aber ich werde mich fein aus der Sache heraushalten. Noch drei und Sheen ist alleine. Das ist tatsächlich der Plan. Finde ich gut. Genau. Wen soll ich ausbilden? Euer nächster Schüler ist für euch ausgewählt worden. Ich habe euch gewarnt, dass es gefährlich wird, wenn ihr einen zu fähigen Eindruck macht. Nehmt euch vor diesem nächsten Adjutanten in Acht. Gucken wir mal. Adjutant Kai Feng wartet mit den anderen am Eingang zu den inneren Gemächern. Ja. Ich wünsche euch Glück. Aber die ist creepy. Die hat uns überlebt. Das ist... Auf Wiedersehen. Sie ist zu skilled. Das ist Kai Feng ist der Nächste. Wow, ist dir das komische Gesicht da oben schon mal aufgefallen? Die rote Maske ist cool, ne? Ja, die ist total gut. Ihr habt Titan getötet. Das Leben eines Akolyten ist verwirkt, sobald er hierher kommt, ja. Aber dass eine aus Gangs zerlumptem Haufen so etwas tut, ist unverzeihlich. Oh, wirklich? Glaubt ihr etwa, ihr könntet eine solche Beleidigung einfach als Missgeschick bei der Ausbildung kaschieren? Ihr seid ein Dummkopf. Wenn ihr bereit seid, Ausbilderin, euer nächster Schüler wartet. Es ist meine Aufgabe, Exempel an denen unter Gangs Akolyten zu statuieren, die zu viel Talent zeigen. Na, dann werden wir mal an dir ein Exempel statuieren. Oh, schade. Meine Fähigkeiten stehen außer Frage. Gang wird in Kürze einen weiteren seiner jämmerlichen Akolyten verlieren. Kommt, gehen wir in die Halle und ich bringe die Sache zu Ende. Lol. Lustig, tralalalala. Ich glaube, du bist gleich platt. Ja, ich habe gerade vergessen, wie man kämpft. Linksklick. Und Leertaste war blocken, aber... Einfach Linksklick. Ja, ich weiß, gegen die Du Blöden. Könntest noch E anmachen, dann geht's ein bisschen schneller. Stimmt. Also, das, den Chuck da faust. Jetzt ja, habe ich schon angemacht. Yeah, der hat der knapp doppelt so viel EP gebracht, ja. Oho. Ihr habt Kai Feng getötet? Aber er war fertig ausgebildet. Ich dachte, er war Adjutant. Eine solche Dreistigkeit wird nicht unbestraft bleiben. Hallo? Wir werden schon bald ein Exempel an euch statuieren. Habt ihr uns gut eure Leiche wir wird haben noch euch vor eurem Meister geschleift. Ja. Aber Kai Feng war ein fertiger Assassine. Wie konnte er unterliegen? Die Frau hat Verstand. Ruhe. Diese Närrin wird dafür bezahlen. Ja, sie hat Verstand. Wartet's ab. Aber ihr werdet das bringt ihr bei den Assassinen einfach nichts. Nee.
Ich dachte, ich habe damit gerade festgerechnet, dass jetzt gleich beide gängen auf uns, ne? Aber ja, aber das arme Mädchen ist jetzt echt. Sie weiß, was auf sie zukommt. Ja. Aber sie kann in keine Richtung gehen. Was soll sie denn tun? Wenn sie flieht, ist sie tot. Wenn sie nicht kämpft, ist sie tot. Sie müsste sich uns anschließen. Das wäre. Aber dafür ist sie zu schwach. Oh, was ist denn jetzt? Ein Trigger. Ja. Jetzt wollen sie gegen uns kämpfen. Jetzt sagen sie gleich, komm, lass uns nach oben gehen. Lotus Akolyt des Gang. Wir müssen ein Exempel an euch statuieren. Ihr habt die Adjutanten aus Meister Sheens Gefolge beleidigt. Die waren ein bisschen schwächlich. Oh. Wir wollten sie nur ausbilden. Die Meister ausbilden, kümmert es nicht, ob Akolyten leben oder sterben. Es ist also an uns, den Tod unserer Kameraden zu rächen. Oho, jetzt sind sie zu fünft. Das wir werden nicht schwach dastehen. Wir sind Meister Sheens Adjutanten. Ich wollte eh wir wahrscheinlich zur Strafe für eure Beleidigung sterben. Ja, stimmt. Das ist dein Lieblingsstil. Wie viele sind, ich werde euch alle vernichten. Könnten wir machen. Jemanden unterstützen lassen? Nein. Ich werde gegen euch alle euer kämpfen. Tod wird ganz anderen Narren als Exempel dienen. Aber wir fangen erstmal damit an. Ja, oh. Genau, was sind denn das für... Ich ich finde es gerade voll peinlich, dass ich gegen die Fokus eingesetzt habe überhaupt. Die waren einfach tot. Dass ich überhaupt daran gedacht habe, gegen so jemanden Fokus einzusetzen. So, das war's mit den Adjutanten. Das war eine beeindruckende Vorstellung, Akolyt. So ist noch niemand mit Shins Adjutanten umgesprungen. Was sind das eigentlich für... Checkst du das? Akolyt? Meister Shins Gegnern dürfte Akolyt? Euer Vorgehen äußerst Adjutant. Imponieren. Auch wenn ich da natürlich nur spekulieren kann. Was für ein schmieriger Trottel. Er will unsere Hilfe nur, solange kein dir, Risiko Mädchen. Für ihn besteht. Ja. Er hat dich gehört. Das war nicht so clever. Dann reden wir nochmal mit. Hier. Ich bewundere eure Fähigkeiten. Ihr zeigt keine Furcht vor den Feinden, die ihr euch macht. Ihr werdet hier viel wir erreichen. Wir machen uns keine Feinde. Wir töten nur Leute, bevor Vorerst sie Feinde werden können. Braucht ihr keine Akolyten mehr auszubilden. Benötigt ihr sonst noch auszubilden. Es sind einfach keine Akolyten mehr übrig zum Ausbilden. Okay, die Frage ist echt unfair, weil wir haben sie nicht gefragt, ob sie uns hilft. Das ist verständlich. Ja, Akolyt, warum stört ihr mich? Befördert statt werden. Euch den Aufgaben zu widmen, die wir ich euch gegeben jetzt habe. Wir könnten doch mindestens Großmeister sein, nachdem wir hier alles gekillt haben. Ich bin mir sicher. Ich weiß bloß nicht, warum die noch die Fresse auf dem Kopf haben. So, wir sollten ja eigentlich Meister Shin töten, oder nicht? Ach, geht mal da. Ja. Du könntest mal im Journal gucken. Niemals. Da erst waren gehe wir, ich in den Golem-Presseraum. Da waren wir nämlich noch nicht, genau. Wir haben doch irgendwie schon mit so einer Golem-Presse gekillt. Heilige Scheiße. Ein Golem! Wow, sogar die Maschinen sind verziert. Ja, natürlich. Muss ja alles kunstvoll gehalten werden. Wow, sie haben eine Kralle, um sich diesen Flatsch. Golem auf den Kopf fallen zu lassen. Das ist tatsächlich. Der ist nicht ganz so blöd. Wir müssen ihn ablenken. Weißt du, was sie machen sollten? Sie sollten eine Golem-Armee aus Pennywise machen. An diesem Ort lenken mich meine eigenen Dämonen ab. Mann. Aber ich empfinde keinerlei Zuneigung für den neuen her? Meister ich weiß oder den nicht. Meister über ihm. Wenn ihr warum einen tötet, warum hier, dann nicht zwei? Idiot. Ablenkungen sind der Schlüssel zu den Schwächen eines Ziels. Seht in die Zukunft und Meister Gangs eigene Pläne werden auf ihn herabstürzen. Lol. Spoiler. Ich will aber den nicht so feige hinterrücks von dem Golem erwischen. Ich schon, lassen. Das ist lustig. Hallo. Ein Lehmgolem, hallo. Ein inaktiver Lehmgolem. Hey, der hat mich angeguckt, bis ja. ich mit ihm geredet habe. Oh scheiße, ich bin inaktiv. Ich kann dich gar nicht angucken. Na gut. Okay, da hinten ist eine Kiste. Und eine Schriftrolle. Gut. Erstmal die Schriftrolle. Bestiarium. Ein paar Gedanken zu Golems. Ja. Golems sind Lehm. Lehm mit dem Atem eines Menschen. Was war das denn jetzt? Die haben ja ganz schön viel... Ich glaube, das hatte ich Mana geleached. Ja, genau. Ich wollte Key sagen. Aber ihr seid also der neue Lotus-Akolyt unter Meister Gang. Niemand sonst hätte einen Grund, hier zu sein. Die ganzen ihr seid schnell in seiner Gunst gestiegen.
Üblicherweise werden neue Rekruten isoliert gehalten. Ich werde euch in die Bedienung der Golempresse und des Krans einweisen. Die Herstellung der Golems ist eine ehrenwerte Aufgabe, die uns über den Stand von Sklaven und bloßen Dienern erhebt. Die Presse ist einfach zu bedienen. Mit dieser Maschine können wir eine ganze Legion von Krieger-Golems in nur einem Tag erschaffen. Dann sollten wir dieses Ding zerstören. Hergestellt werden. Aber geschieht es für den Kaiser oder die Hand des Todes? Du Bitch, du kannst doch nicht mit dem so reden. Wie dumm bist du eigentlich? Ja, das ist nur auch Macht. Hier stellen wir Hüllen ohne Energie her. Jeder Golem braucht eine Seelenscherbe, um sich zu bewegen. Und ein Jade-Golem muss sie alle führen. Okay. Macht für Sinn. Jede Scherbe muss eine Seele auf ihre Essenz reduziert werden. Eine Zeit lang haben wir jene benutzt, die bei ihren Gräbern verweilten und sie wie Silber abgebaut. Das ist vorbei. Ja. Die kürzlich Verstorbenen ergeben stärkere, fügsamere Golems, wenn ihr Tod schmerzhaft ist. Werden sie von einem Jade-Golem geführt, kämpfen Legionen wie ein Mann, unbeirrbar gehorsam. Es ist deutlich interessanter, in der Extraktionskammer zu arbeiten. Die Schreie dort sind wie Musik. Ja. Hier haben wir nur das Knirschen von Ton. Hat es schon Als ihr hereingekommen seid, hättet ihr beinahe einen gesehen. Aber sie sind selten. Wer einer offensichtlichen Gefahr wie einem stürzenden Golem oder schlimmer noch der Presse zum Opfer fällt, muss schon ein unglaublicher Narr sein. Oh ja, wir sollen jemanden zu dem Golem verpressen. Die Maschinen sind laut und wer sie bedient, ist von überall im Raum zu sehen. Eines der bisherigen Opfer hat nach dem Vorfall deutlich mehr Schaden erlitten als währenddessen. Der Ruf spielt im Orden der Lotus-Assassinen eine sehr wichtige Rolle. Wer der Presse zum Opfer fiele, verlöre so viel Ansehen, dass das allein schon tödlich sein könnte. Interessant. Verlöre. Okay, wie funktioniert das Ganze? Ist leicht zu bedienen. Am ersten Bedienfeld wählt ihr die Art des Körpers. Sobald das Material eingefüllt wurde, wird es in die Presse befördert. Die Presse dient als Gussform und Brennofen. Nach kurzer Zeit kann sie geöffnet werden und der neue Körper ist einsatzbereit. Die Kransteuerung befindet sich am Ende der Rampe. Interessante Ihr könnt Technik. Mit den Bedienfeldern experimentieren, wenn ihr wollt. Aber alles, was ihr herstellt, wäre wertlos. Im Moment haben wir keine weiteren Scherben für die Golems. Wer piekst die Luft aus dem Ton raus? Okay, andere Fragen. Ihr stellt meine Geduld auf die Probe, Akolyt. Wenn du ein Problem hast, kannst du gegen uns kämpfen. Ja. Okay, verschiedene Ihr braucht nicht viel zu wissen. Wir können derzeit zwar Golem-Körper herstellen, aber Seelenscherben gibt es erst wieder, wenn der Jade-Golem fertig ist. Ja, bla bla. Gut, ich glaube, das interessiert mich nicht. Okay, was können wir hier? Werden welche Art erzeugt wird? Lehmgolem. Ein Lehmgolem erzeugen. Machen wir das doch mal, nicht wahr? Wir nehmen Lehm, wir Wasser. Nehmen Erde, Wasser, Schlamm und... Ein wunderschöner Lehmgolem. Jetzt ziehen wir am Hebel. Gut, blablabla. Golem wird angehoben. Golem bleibt stehen und ein spektrales Abbild wird angehoben. Maschine. Doch, okay, da... Und... Und wo sollte man den Golem normalerweise hin tun? Ja, ne? Irgendwie fehlt dieser Maschine die Golem-Abstellen-Funktion. Diese Maschine kann nur töten. Ja. Okay, wo ist der andere Typi? Okay. Naja, gut. Jetzt haben wir das. Mach doch mal nochmal einen Golem, dann ist das Ding dort auf, dann kannst du vielleicht nochmal dahin gehen. Na gut. Ja, ich Diese Golems sind... Fast gruseliger als alles, was wir in Pineview Drive gesehen haben. Ach komm, du hast dich voll angekackt bei Pineview Drive. Ich hack dir auch nur fast. So. Ja, schön. Diese Sequenz musste jetzt unbedingt nochmal gezeigt werden. Ja. So. Und jetzt kannst du dich da hinstellen. Das spektrale Abbild des Golems klauen. Ich weiß nicht, ob ich da hin kann. Vielleicht ist auch die Presse im Weg.
Trotz allem. Die soll... Ja, vielleicht ist das eine Invisible Wall, das kann sein. Hallo Golem! Der schaut irgendwie interessanter aus als die anderen da hinten. Ja, der ist noch nicht gebrannt. Hieß es nicht, dass die Presse gleichzeitig ein Brennofen ist? Kannst du ihn jetzt schon rausholen? Halt, nee, der ist schon fertig. Ja, ja, die Presse ist ein Brennofen. Stimmt. Und schau dir halt mal die Gesichter an, ne? Die... Ja, die sind alle sehr gleichartig. Außer die, die wir machen. Die haben einen Bart. Gut. Lotus-Akolyt? Lotus-Assassine, ja, ja. Ich sehe es, die Zeit ist vorbei. Ja. Du darfst dem Meister Shin oder Gang oder Bumm den Lehmgolem auf den Kopf fallen lassen. Yay! Also, danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, ein Kommentar, ein Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir eine große Tonvase einem Arschloch auf den Kopf fallen lassen. Das kann ich nicht versprechen. Doch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist oder richtig. Ich muss ins Rohr. Ist da was drinnen? Nö. Nö. Ich weiß nicht so genau. Da oben sieht es aus, als wäre da was drauf. Oder ist das noch weiter hinten? Ja, das ist weiter Eierschaukeln. Zeit zum Eierschaukeln für Deadpool. Und... Beeil dich! Ja, ich wollte jetzt keine Runde mehr warten. Und jetzt nicht runterfallen. Nein. Das wollen wir niemanden antun. Es wäre wirklich lame, wenn wir hier einen Cut setzen müssten, wenn wir diese Sequenz nicht schaffen.